Hallo, mein Name ist Konstantin Freibe vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. In diesem kurzen Review für die Datenbank Games in der Erinnerungskultur wird es um Metal Gear Solid 3 Snake Eater gehen und darum, wie es erinnerungskulturell einzuordnen ist. Metal Gear Solid 3, ab jetzt werde ich den Namen mit MGS 3 abkürzen, versetzt seine Spielerinnen in das Jahr 1964 mitten in den Kalten Krieg. Kurz nach der Kuba-Krise und dem Attentat auf den Präsidenten der USA, John F. Kennedy. Die beiden Supermächte, Sowjetunion und USA, stehen sich gegenüber und die Bedrohung eines nuklearen Kriegs wird durch ein empfindliches System wechselseitiger Abschreckung in Schach gehalten. Dieses wackelige Gleichgewicht droht in der Welt von MGS 3 dadurch zerstört zu werden, dass der abtrünnige Sowjetoberst Wolgin sich des führenden Raketeningenieurs Sokolov bemächtigt, den er dazu zwingt, mit Hochdruck an der Entwicklung einer neuen Massenvernichtungswaffe zu arbeiten. Spielerinnen nehmen in MGS 3 die Rolle von Naked Snake ein. Dieser US-Elitesoldat wird in sowjetisches Territorium entsendet, um zwei Ziele zu verfolgen. Erstens, die Entwicklung der neuen Massenvernichtungswaffe muss verhindert werden. Zweitens, ohne Sokolov kann die Entwicklung nicht fertiggestellt werden. Er soll befreit und in die USA gebracht werden. Doch die Mission verläuft alles andere als nach Plan und so beginnt die Reise durch die Welt von MGS 3, die ca. 6 bis 12 Stunden dauern kann. Wer sich jedoch Zeit nimmt, um die vielen Details von MGS 3 zu erkunden, wird wahrscheinlich auch nach 20 Stunden und wiederholt im Durchspielen noch etwas Neues entdecken. Das Gameplay von MGS 3 bietet Spielerinnen recht viel Handlungsspielraum, wenn man bedenkt, dass es weitgehend linear der Story folgt. Charakteristisch sind regelmäßige Unterbrechungen durch teilweise üppige, will sagen lange Cutscenes. Es ist, als ob MGS 3 ein interaktiver Actionfilm im Stile eines Hollywood-Blockbusters sein möchte. Unbeschadet aller Popcorn-tauglichen Unterhaltung arbeitet MGS 3 auf eine kriegskritische Perspektive hin. Auf das Gameplay bezogen ist es selten ratsam, sich wie Rambo aufzuführen und damit eine Überzahl von Gegnern auf sich aufmerksam zu machen. Schneller und ressourcensparender ist es, offene Konfrontationen zu meiden, sich schleichend fortzubewegen und die Umgebung zum eigenen Vorteil und zur Tarnung zu nutzen. MGS 3 bietet zahlreiche Diskussionspunkte. Hier eine kurze Auswahl von Themen und Fragen, von denen ich ein Beispiel etwas näher ausführen möchte. Transmedialität. Was bedeutet es beispielsweise, dass MGS 3 so stark an Kinokonventionen anknüpft? In welchem Verhältnis stehen Geschichte und Populärkultur? Interkulturalität. MGS 3 wurde in Japan von Menschen mit einem spezifischen kulturellen Hintergrund produziert. Wie wichtig ist dieser Hintergrund für die Perspektive, die MGS 3 auf Geschichte einnimmt? In einem Spiel, das sich gegen nukleare Kriegsführung richtet, kann es von Belang sein, dass es aus dem einzigen Land stammt, das im Rahmen des Zweiten Weltkriegs mit Nuklearwaffen bombardiert wurde. Quasi dokumentarischer Stil. MGS 3 nutzt Fotos und Videos aus Archiven, um sich auf historische Ereignisse zu beziehen. Diesen Zeitdokumenten kann man ihr Alter daran ansehen, dass sie beschädigt sind, zum Beispiel Kratzer und Streifen auf Zelluloid oder alten Fotografien. Daraus macht MGS 3 ein ästhetisches Gestaltungsprinzip. Einige Cutscenes sind so nachbearbeitet, dass sie die Alterungserscheinungen von Archivmaterial nachempfinden. Damit werden Geschichte und Fiktion auf Ebene des visuellen Designs miteinander verflochten. Geschichte und Fiktion. MGS 3 nutzt unverhohlen Fantasy-Elemente. Der historische Hintergrund ist ungeachtet dessen die Grundlage, um eine Antikriegsrhetorik zu entwickeln. Was ich damit meine, möchte ich an einer Beispielszene anschaulich machen. Wie gesagt, verläuft die Mission von Naked Snake nicht wie geplant. Nicht nur scheitert Snakes erster Versuch, Sokolov zu befreien, seine Mentorin, genannt The Boss, ist zu Wolgin übergelaufen und der Prototyp der Massenvernichtungswaffe steht kurz vor der Fertigstellung. Zu allem Übel gerät Snake in Gefangenschaft. Er kann sich zwar befreien, doch stürzt er auf der Flucht in einen Fluss und ertrinkt beinahe. Spielerinnen erleben Snakes Nahtoderfahrung in Form eines der möglicherweise seltsamsten Bosskämpfe überhaupt. Snake tritt gegen The Sorrow an. Das Problem? The Sorrow ist bereits mehrere Jahre tot. Entsprechend zeigen seine Statusleisten 0 HP bzw. Stamina-Punkte an. The Sorrow ist durchsichtig, kann schweben und angreifen. Die Map dieses Kampfes ist als Fluss in einem brennenden Dschungel gestaltet. Während Spielerinnen The Sorrow stromaufwärts folgen, kommen ihnen die Geister der bis zu diesem Punkt getöteten Gegner entgegen und suchen sie heim. Snake nimmt Schaden, wenn diese Geister ihn berühren. Haben Spielerinnen sich für einen nicht tödlichen Spielstil entschieden, tauchen im Bosskampf gegen The Sorrow auch keine Geister auf. Skrupellosere Spielerinnen müssen mit einem entsprechenden Aufkommen an Geistern rechnen. Das Design des Bosskampfes ist gewissermaßen der Versuch, Spielerinnen mit den Konsequenzen ihrer Handlungen im Spiel zu konfrontieren. Spielerinnen steht es natürlich frei, von all dem völlig unbeeindruckt zu sein.
Im Spiel findet jedenfalls eine eindeutige Wertung statt. Töte und es wird dich verfolgen. Now you will know the sorrow of those whose lives you have ended. Die Beispielszene, die ich ausgesucht habe, ist tief eingebettet in die Geschichte, die MGS 3 erzählen und erfahrbar machen will. Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts und des Kalten Kriegs sind fundamentaler Bestandteil dieser Geschichte. Buchstäblich. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wenden Sie sich bei Fragen gerne an die Stiftung Digitale Spielekultur und den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele.